Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Und das nennt man Präzession. Und weil das berücksichtigt wird und weil sie das anderes berechnen, nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Liebe Mieloria, ich grüße dich, das ist dein Geburtshoroskop-Analyse, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Hier in diesem Bild siehst du einen Engel in die Mitte, Engel Jeialel. Nach Kabbalah hat dieser Engel die Zahl 58. Engel Jeialel ist die Engel, die schöpferischen Gedanken, die Konzentration und stärkt dein Denkvermögen. Ist auch ein Heilenergie, hilft auch bei der Wahrheitssuche, stärkt deine Klugheit, deine Geduld, deine Besonnenheit und dass du deine Emotionen im Griff bekommst. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das ist dein Lagna oder Aszendent. Aszendent Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Und das hat immer mit Gefühlen etwas zu tun. Du nimmst deine Welt mit Gefühlen wahr. Und diese Energie, diese Krebsenergie gehört zu deiner Persönlichkeit und hat auch einen Einfluss auf dein Aussehen. Du strahlst Wärme aus oder Mütterlichkeit, sehr viel Gefühl. Und so bist du auch wahrgenommen. Diese Energie ist wie ein Kostüm für dich und das begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Die Krebs hat mit unserer Geburt etwas zu tun, aber nicht nur das, sondern wenn etwas geboren sein soll in unserem Leben, dieses Feingefühl oder intuitives Wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und wann ist besser zurückhaltend sein und warten auf den richtigen Moment, wo etwas geboren sein kann. Immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das ist die Stärke, die Menschen, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind oder haben Betonung im Horoskop von Krebs. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten etwas zu tun. Mit Selbstwertgefühl, aber bedeutet auch alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Und es ist nicht nur die materiellen Dinge, sondern auch die geistigen Dinge oder all das, was dich begeistert. Dieser Lebensbereich hat auch mit Finanzen etwas zu tun und energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich habe das nicht verdient
oder ich bin es nicht wert, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir solche Sätze, Gedankenmuster umändern und sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Nie in Zukunftsform, ich werde das im Besitz nehmen, sonst schieben wir das immer in die Zeit hinaus. Wir haben das jetzt schon im Besitz. Das fühlt sich anders an. Und dann wird das stabilisiert und verbessert dadurch die Finanzen. Hier hast du die Löwe. Und du liebst Luxus. Und du gibst auch gerne Geld aus für Luxus oder für Gold. Gold steht in Verbindung zum Sonne und Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und Sonne symbolisiert unseren Selbst, deine Selbstdarstellung, dein Selbstwertgefühl. Das sollst du jedenfalls stärken, automatisch stärkt und verbessert auch deine Finanzen. Die dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen in die Schulzeit. Und das zeigt die Kontakte zum Geschwister und anderen Kindern. Und welche Erinnerungen sind da? Könntest du damals dich durchsetzen? Warst du wahrgenommen oder warst du immer auf die Seite geschubbt? Diese Erinnerungen zeigt hier die Jungfrau. Auch wie du wahrgenommen warst oder wie du gelernt hast. Natürlich ist die Jungfrau klug. Also du warst schon sehr klug in die Schule. Aber Jungfrau ist bescheiden. Und diese Bescheidenheit war eher so in die Schulzeit, dass du warst eher zurückhaltend. Dazu neigt auch die Krebs-Aszendent. Diese Energie oder diese Erinnerungen haben wir später noch, weil das zieht sich wie rote Faden durch unserem Leben und zeigt sich, wie kannst du dann später dich behaupten gegen Konkurrenten und Rivalinnen, wie kannst du dich da durchsetzen. Nicht nur das ist hier verborgen, sondern das Wissen, das praktische Wissen. Aneignen, vermittelt eine gewisse Austausch, Informationen, Medien. Und da zeigt sich schon die kluge Jungfrau. Auch deine Begabung trennen Spreu von Weizen und deine kritischen Haltung, wo du das, dieser Unterscheidungsvermögen hast, mit wem möchtest du dich austauschen und mit wem nicht. Im vierten Lebensbereich sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das vergleiche ich immer mit einem Baum. Und das heißt, hier ist die Wurzel des Baumes. Das sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, unsere Herkunft, unsere Traditionen, aber auch unserem Zuhause. Und alles, was mit Immobilien, Einrichtungen zu tun hat, gehört auch in diesem Bereich. Und das gibt hier uns die Basis, die Fundament. Und auf diesem Fundament bauen wir unser Leben auf. Und hier hast du die Waage. Du brauchst immer die Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht. Außerdem, du verdrehst die Gerechtigkeit und liebst die Wahrheit. So wie diese Engel dir das auch vermitteln. Und wenn diese Wahrheit nicht da ist und du empfindest etwas als ungerecht, dann verlierst du die inneren Gleichgewicht. Und in solchen Momenten ist es gut, wenn du dich zurückziehst in deine eigenen vier Wände und zum Ruhe kommst. Weil du brauchst als Basis die inneren Gleichgewicht. Außerdem, die Waage liebt das Schöne und du hast ein schönes Zuhause und du legst auch großen Wert drauf. Jetzt kommen die Kinder. Die Kinder zeigen uns etwas.
und wir sollen von Kindern etwas lernen, spielen. Und unserem Leben auch mal spielerisch betrachten. Weil hier liegt die Kreativität, die schöpferische Energie, auch die Lebensfreude. Dieser Lebensbereich erinnert uns aber an unsere eigene Kindheit. Und das sind wunderschöne Erinnerungen. Das sollen wir bewahren und behüten. Manchmal sind auch Erinnerungen, was weniger schön ist, da nicht aufhalten, sondern immer hier und jetzt sein. Und diese schöpferische Energie und diese Lebensfreude hast du, die Skorpion. Und die Skorpion hat auch mit Gefühlen etwas zu tun, weil das ist Wasserelement. Und hier hast du Erinnerungen an deine Kindheit und brauchst die Transformation. Und das zeigt sich hier im Skorpion, weil hier befinden wir uns in einer Wandlung, im Kundalini-Energie. Und das ist die Veränderung, das sind die Prozesse, dass wir negativen Gefühlen verabschieden können und orientieren wir uns an die positiven Gefühlen und das steigt die Energie wie Phönix aus der Asche. Das ist die Kundalini-Energie. Und diese Wandlung zeigt die Skorpion. Und wenn wir in die Lage sind, angstfrei leben, dann haben wir die innere Kraft in uns. Und wenn du das kannst, dann hast du die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und viele Dinge kannst du spielerisch betrachten in dein Leben. In den nächsten Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten und auch Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Schütze. Und hier brauchst du Orientierung. Natürlich begeistert dich viele Dinge und du liebst die ständige Bewegung, auch Arbeit im Ausland oder Auslandskontakte, Fremdsprachen. Aber die Schütze zeigt etwas Wichtiges. Die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und in diesem Zentrum sind unsere Wünsche. Wenn du das vorstellen kannst oder kannst du konkret beschreiben, wo liegt deine Berufung, dann hast du die Orientierung. Jetzt schau das an. Das zeigt hier den Moment deiner Geburt. Und in diesem Augenblick schaust in Westhorizont. Und hier erscheint ein Spiegel, ein Spiegelblick. Und in diesem Spiegel ist dein Wunschpartner. Und die Neugeborenen sehen das. Und die Kinder haben noch Erinnerungen bis etwa dritte Lebensjahr. Dann nicht mehr. Dann ist alles im Unbewussten. Aber dieser Spiegel zeigt dein Seelenpartner. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch auf diesem Planet hat einen Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und sie begegnen sich, wenn man das glaubt, wenn man das vertraut und in die Lage ist, loslassen und einfach geschehen lassen, ohne Zweifel. Das ist Urvertrauen. Hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Und damit öffnet sich der Bereich Partnerschaft. Die Steinbock ist schon interessant. Im jungen Jahren ist nicht so einfach mit dieser Energie umgehen. Und ich denke, das hast du auch erlebt. Die liebe Partnerschaft war nicht so einfach. Keine schönen Erinnerungen. Aber in zweiter Lebenshälfte unterstützt dich Steinbock. Gibt dir die Kraft, die Stärke und kommt alles in Form. Das ist Saturn-Energie
Und Saturn sorgt dafür, dass du eine schicksalhafte Begegnung hast und lebst eine stabile Partnerschaft. Die achte Lebensbereich, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Hier sind wir im Bereich Tod. Wenn ich jetzt sage, ja, Tod, Todesfälle, Erbschaft, das stimmt auch, aber das ist nur ein kleiner Teil von diesem Lebensbereich. Was in Wirklichkeit ist, zu verstehen, wie wichtig das ist, loslassen. Von vielen Dingen verabschieden in unserem Leben, damit wir in Kraft bleiben, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist Pluto-Energie. Und hier hast du Wassermann. Und die Wassermann gehört zum Luftelement. Und das heißt, das Loslassen ist für dich wichtig, weil das schenkt dir die Luft zum Atmen. Und wenn du diese Luft hast, dann hast du die Leichtigkeit und kommst zum tollen Ideen. Das ist dann der Ideenreichtum der Wassermann. Und was heißt loslassen? Was musst du loslassen? Wir müssen nicht immer alles loslassen. Viele Dinge sollen wir befestigen. Falsche Gewohnheiten, falsche Gedankengänge, falsche Kontakte oder Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen verabschieden, weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben, weil das blockiert. Die neunte Lebensbereich sind die Reisen. Dazu gehört aber auch eine innere Reise, einen spirituellen oder religiösen Weg, wobei das hängt auch zusammen, weil im spirituellen Ebenen begegnen wir mit Gott. Und hier ist auch eine höhere Bildung. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen lässt unsere Träume leben. Wenn jemand sagt, oh, träum nicht so viel, boah, du bist so verträumt, sei bodenständig. Wenn die Träume realistisch sind, dann haben wir das Recht zum Träumen. Und ein Traum wird auch wahr. Und hier haben wir wieder Wasserelement. Und das sind unsere Gefühle. Und unsere Träume wird wahr durch die Gefühle. Anderes geht das nicht. Und das bedeutet, in Tierkreiszeichen Fischen gibt es zwei Fische. Und die schwimmen im Wasser. Das heißt, die schwimmen im Gefühlen. Und die eine Richtung sind die negativen Gefühle. Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Und es ist permanent da. Dann kommt Selbstmitleid dazu. Und sie vermitteln das auch. Und andere leiden auch mit. Und dann bekommt man Streicheleinheiten. Und einige Fischengeborenen neigen auch dazu, dass sie das sogar genießen. Aber eins merken sie nicht, wie blockierend das ist. Und die Angst wird immer größer. Bis zum Depressionen oder zum Alkohol oder Drogen. Weil das zieht alles nach unten. Da sind wir im Sumpfgebiet. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Aber die Richtung gibt es auch. Stattdessen raus aus dem Sumpf, raus aus negativen Gefühlen und übergehen auf den Traum. Weil die anderen Fisch zeigt die Träume. Das ist Neptun-Energie. Und das ist Kunst. Und das ist eine Kunst im Leben, die Träume zu verwirklichen. Aber es ist möglich. Vorausgesetzt ist, man glaubt es. Und man davon überzeugt ist.
Und dieses Urvertrauen, da liegt die Reichtum verborgen, auch die inneren Reichtum. Und dann einfach loslassen und geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. In dem Moment bewegen wir in die Richtung, dass unserem Traum wahr wird. Und das ist dein spirituellen Weg. Außerdem, du kannst deine Träume im Ausland oder mit Reisen auch verwirklichen. Jetzt sind wir an die Krone. Das Krone des Baumes, die Spitze des Horoskopes. Hier in diesem Punkt bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt. Hier haben wir die Krone. Außerdem zeigt unsere Berufung und auch, wie erreichen wir unseren Ziel. Hier hast du Widder. Und die Widder-Energie gibt dir die Kraft und den Mut, das zu verwirklichen. Und auch dich verteidigen. Die elften Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften und soziale Kontakte. Hier hast du Stier. Stier bedeutet etwas im Besitz nehmen. Und das heißt, alles was du wünschst, sollst du im Besitz nehmen. Außerdem, Stier bedeutet eine gewisse Bequemlichkeit. Stier genießt das Leben und du kannst die Freundschaften schon genießen. Die zwölften Lebensbereich sind die tiefe Geheimnisse des Lebens und alles, was im Geheimen ist. Auch die geheime Feinde und hier hast du den Zwillingen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Du hast nicht nur die Aszendent Krebs, sondern Sonne auch Krebs. Das ist so ähnlich wie bei dein Aszendent, ich erwähnt habe. Du nimmst die Welt mit Gefühlen wahr und wenn du intuitiv handelst, dann weißt du, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Wann sollst du lieber abwarten? Aber du bist auch ein bisschen sensibel und wenn jemand dich verletzt, dann neigst du dazu, zurückzuziehen. Aber du sollst auch Anerkennung und Respekt bekommen und das bekommst du nicht durch Krebs. Nein, nein, du bekommst das durch Widder, dass du nicht zurückziehst, dass du nicht davonläufst, sondern holst die Mars-Energie und wehrst dich. Das ist die Kraft. Dich durchsetzen im Leben. Mond befindet sich im Steinbock und hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Und das bedeutet schon sehr gefühlsvoll. Sehr gefühlsvoll und achte auf deinen Gefühlen, auf deine Intuition, weil das führt zur Partnerschaft. Beziehungsweise bei Mondenergie, und das ist eine weibliche Energie, ist die Empfängnis. Du empfängst es. Du brauchst den Partner nicht suchen, sondern der Partner sucht dich und du empfängst es. Und daran sollst du vertrauen. Du bist kurz nach Vollmond geboren. Sonne, Mond liegen gegenüber und das bedeutet Vollmond. In indischen Astrologie heißt das, die Vollmondgeborenen haben Glück, weil ihren Lebensweg wird beleuchtet. Mars hast du in der Tierkreiszeichen Zwillinge. Mars ist deine Kraft. Deine Kraft, wo alles du in Bewegung setzt. Und hier im Verborgenen. Das heißt, wenn du müde bist, kraftlos fühlst, du brauchst immer einen gewissen Rückzug.
damit du die Ruhe bekommst und in Ruhe liegt die Kraft. Außerdem, Mars bedeutet der Mann. Und hier im 12. Lebensbereich heißt karmischen Begegnung, weil hier ist auch Karma. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Merkur ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt, dass hier hast du auch karmische Themen. Merkur hat einen Bezug zum Kinder und Jugend. Und hier bei ersten Lebensbereichen um dein Aussehen handelt und dein Auftreten, deine Ausstrahlung, wobei die Ausstrahlung kommt auch von innen heraus, aber dein Aussehen oder wie du wahrgenommen bist, diese Merkur-Energie verleiht dir jugendliche Ausstrahlung. Aber nicht nur das, sondern deine Intelligenz. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Jupiter zeigt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Aber die Seele gleicht das aus. Also hier handelt es sich auch um Gerechtigkeit, gerade wenn hier um Verborgenen geht, auch um geheime Feinde, dass du das ausgleichst, dass du deine Rechte bekommst und die Wahrheit hast, so wie dein Engel, dein Schutzengel das auch zeigt. Also das heißt, du bekommst deine Rechte, weil die Karma gleicht es aus. Und du hast ein gutes Karma und es wird ausgeglichen. Jupiter zeigt auch dein Glück im Leben und du hast mit diesem mystischen, mit diesem spirituellen, mit diesem verborgenen Wissen auch Glück. Und das ist schon Weisheit. Jupiter ist auch die Weise, die Weisheit in sich. Das ist auch höhere Bildung, ein höheres Wissen. Jupiter zeigt aber deine Größe, deinen inneren Größe. Und das ist deine Lernaufgabe, mit deinem inneren Größenbewusstsein und raus aus dieser Schattenseite. Weil die 12. Lebensbereich ist, wirkt so, wenn das alles in die Schattenseite wäre. Das erkläre ich aber gleich, was das bedeutet. Venus hast du auch hier im Zwillinge. Mars und Venus ist die Liebesplanet. Und das ist eine karmische Liebe. Und jetzt erkläre ich, was das alles bedeutet, dieser 12. Lebensbereich. Und das heißt, kurz vor du geboren bist, etwa halbe Stunde vorher, ist die Tierkreiszeichen eine Zwillinge im Osthorizont aufgestiegen. Auch Mars, auch Venus, auch Jupiter, wie ein Sonnenaufgang. Aber in diesem Moment warst du noch gar nicht geboren, obwohl die waren ganz nah in deiner Geburt. Aber du warst noch im Mutterleib. Du hast aber mit diesem Planeten Kraft begegnet in deinem Mutterleib noch. Und das sind Geheimnisse, das sind tiefe Geheimnisse. Natürlich hast du dieses Talent und deine Begabung, dass du das siehst oder wahrnimmst, weil du diese Gefühle hast, auch karmische Erinnerungen, diese Weisheit in dir. Aber bei Mars und Venus natürlich auch die Liebe, eine karmische Verbindung. Und diesem Planeten und die Tierkreiszeichen der Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen, sie waren ganz nah zu deiner Geburt, aber in dem Moment, wo sie die Licht erblickt haben, du warst noch gar nicht geboren, du warst noch im Mutterleib. Und erst später
ist dann Krebs, Sonne und Merkur in Osthorizont aufgestiegen. Aber das ist schon alles in deiner Nähe. Und das bedeutet, diese Planeten fühlen sie sich so, wenn sie noch gar nicht geboren werden. Das wird einfach übersehen. Oder so erlebst du das. So erlebst du das und gib dir das Gefühl, wenn du gar nicht wahrgenommen wärst, wenn das alles übersehen wurde. Bei Mars und Venus Energie, die liebe Partnerschaft, und bei Jupiter deine Größe und dein Wissen wird übersehen. Und erst dann wirkt das, wenn hier wie eine Neugeburt kommt und du zeigst es. Deine Weiblichkeit, dass du offen bist für eine Partnerschaft, dein Wissen, dass du mutig das auch in die Licht, in die Öffentlichkeit bringst oder dass dir das bewusst ist. Du brauchst dieses Bewusstsein. Dann fühlt sich das für dich so an wie ein Neugeburt. Und die Planeten fühlen sich auch befreit. Und dazu erzähle ich die Geschichte von den Zwillingen, weil das hilft dir in diesem Weg zum Gehen. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und sie wurde von ihrem Mann auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und wo das so weit war, dass Castor musste sterben, dann ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, das will ich nicht. Ich will auch sterben, weil ich kann ohne meinen Bruder nicht leben. Ich will das nicht. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen und ich begleite ihn im Tod. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr müsst nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt. In Tierkreis zeichnen die Zwillingen, Castor und Pollux. Und die sind miteinander verbunden. Und das bedeutet, dass wir Menschen haben eine Seele. Und unsere Seele ist in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Das ist diese göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist Pollux, das ist dieser unsterbliche Teil in uns. Und das Menschliche, das ist das Lebensweg, was die Seele ausgesucht hat, das ist Castor. Das hat einen Anfang, unserem Geburt und ein Ende, und das ist unserem Tod. Wenn wir das verstehen, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und fühlen wir mit Gott verbunden. Und das gibt uns die innere Kraft. Saturn ist der Planet der Schicksal, auch Planet der Karma und hat einen Einfluss auf unseren Schicksalsweg. Saturn ist rückläufig und das heißt, hier kommen karmische Erinnerungen und Saturn hast du im Tierkreiszeichen Fischen und das kann für dich bedeuten, dass du Lebenserfahrungen machst im Ausland oder dass dein Schicksalsweg führt zum Ausland oder du gehst in einen spirituellen Weg und lebst deine Träume. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und zeigt auch außergewöhnliche Lebensumstände, außergewöhnliche Begegnungen. Das hast du hier im Löwe. Und das kann für dich bedeuten, dass außergewöhnliche Art und Weise kommst zum Geld
Oder du hast, wenn du dieses Selbstwertgefühl hast, dann hast du außergewöhnliche Begegnungen, wo auch diese Wertschätzung bekommst. Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Wenn du deinem Traum vertraust, dann ist das Traum traumhaft schön. Wenn du deine Träume nicht vertraust, dann fühlst du dich enttäuscht und dann ist wie ein Albtraum. Neptun befindet sich im Waage und du kannst deine Träume leben in dein Zuhause oder im Bereich Inneneinrichtung oder Immobilien. Pluto gibt deinen inneren Kraft und Pluto befindet sich in den Tierkreiszeichen Löwe. Hat auch mit Werten was zu tun, aber auch mit Finanzen was zu tun. Rahu und Ketu. Rahu und Ketu bilden sich eine Drache. Und diese Drache symbolisiert die Angst. Und wir sollen diese Drache töten, wie die mythologische Geschichte das auch erzählt. Das heißt, ein Sieg über unsere Ängste. Das ist das Erste in Gefühlsebenen. Im karmischen Weg, in unserem Seelenreise hat das auch eine Bedeutung, weil diese Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Also das ist in zwei Teilen. Einmal haben wir einen Drachenkörper und das ist Ketu und das zeigt Vergangenheit, alten karmischen Themen, Erinnerungen. All diesem Lebenswegen, wo wir schon gegangen sind, was unsere Seele kennt. Und es fehlt den Drachenkopf. Und unsere Seele sucht den Kopf, damit das wieder eins wird. Und das ist diese Seelenreise. Und der Kopf zeigt, was uns fehlt, was uns auch befreit. Und so fühlen wir dann auch vollständig. Dein Ketu, dieser Drachenkörper, was die Erinnerungen, die alte Karma zeigt, das hast du in Tierkreiszeichen Waage. Und das bedeutet, das Familiäre, deine Herkunft, auch die Verbindung zu deinen Ahnen. Und das kennst du, diese Basis, dieses Fundament. Und das hat dir immer die Stärke gegeben. Das hat dir immer den Halt gegeben. Und da, wo du festhältst. Und Rahu, die Drachenkopf, zeigt sich hier im Widder. Und das bedeutet Abnabelung. Mal auf eigenen Ideen kommen, auf eigenen Wege zu gehen, mal etwas Neues wagen, auch wenn das unbekannt ist, Mut zu zeigen. Und das ist Richtung Berufung, deinen Berufung leben. Hier sind die Traditionen, das, was die Eltern dann auch sagen. Was spinnst du, mach das, das ist, sei bodenständig, da hast du eine Ausbildung, da hast du ein sicheres Einkommen, du hast aber vielleicht andere Wünsche, andere Ideen. Aber du versuchst das festzuhalten, was die Eltern gesagt haben oder was bürgerlich ist, was traditionell ist und das versuchst du schön gestalten, aber du hast auch andere Träume. Und das sollst du verwirklichen, beruflich, deine wahre Berufung leben. Natürlich, dieser Bereich hat auch mit Familie zu tun, wo du eher dazu neigst, zu Hause zu sein, um die Familien kümmern. Aber deine Seele möchte die Berufung leben, weil da hast du die Anerkennung,
die Respekt und das, was dir fehlt auch. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent im Krebs befindet sich im Mondhaus Punarvashu. Es ist nicht nur die Aszendent im Punarvashu, sondern auch Mars noch, auch Jupiter und Venus hier im Grenzbereich zwischen Zwillinge und Krebs. Das ist alles im Mondhaus Punarvashu. Und dieser Punarvashu, also dein Aszendent, dein Mars, dein Venus und dein Jupiter, befindet sich alles in diesem Mondhaus. Das wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die hellste Stern im Himmel. Wie ein Diamant leuchtet im Stammbild großer Hund und zeigt die Richtung Polarstern. Du brauchst Orientierung und du brauchst diesen Glanz. Und das entspricht deiner Persönlichkeit, das entspricht deiner Seele. Und das heißt, du bist wie ein ungeschliffener Diamant und es wird immer übersehen. Und das sollst du jetzt polieren, damit das Glanz bekommt. Und wenn das leuchtet, weil du das verinnerlichen kannst und stehst zu deiner Welt, stehst zu deiner Größe und strahlst du das aus wie ein Diamant, dann bist du im Glanz, dann bist du auch wahrgenommen. Das zeigt dann deine Größe, das hilft in die Liebe, Partnerschaft und lebst deine Persönlichkeit. Wirst dann auch nicht mehr übersehen. Deine Sonne befindet sich im Mondhaus Bushia und dieser Mondhaus erzählt, was die Krebs auch, wie ich schon beschrieben habe, immer im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort zu sein. Und das kannst du, wenn du intuitiv bist, wenn du auf dein gesundes Bauchgefühl hörst oder auf deine inneren Stimme. Das hängt auch zusammen. Mond befindet sich im Steinbock, im Mondhaus Dhanishta. Und Dhanishta bedeutet übersetzt Grenzgebiet. Dieses Grenzgebiet ist zwischen Steinbock und Wassermann. Steinbock ist ein Stück paradiesische Erde, wenn wir unseren Wünschen leben und wenn wir das als Ziel setzen und wenn wir das nicht aufgeben. Dann haben wir in unserem Leben mal ein Stück Paradies. Auch wenn wir nicht in paradiesischen Umständen leben, weil das ist nicht immer ein Zuckerschlecken, aber wir haben mal etwas, wo wir Lebensfreude oder Erfolg haben, weil wir das erreicht haben, unseren Ziele. Das ist schon Steinbock. Und Wassermann bringt dir die Ideen, diese großartigen Ideen, was du dann auch mit diesem Steinbock-Energie verwirklichen kannst. Dieses Mondhaus heißt Nomen est Omen. Und das bedeutet, nenne das, was du willst. Die indischen Astrologen sagen, wenn du reich werden möchtest, dann sag das, ich will Reichtum oder ich habe diesen Reichtum noch besser. Nenne das mit Namen. Nomen est Omen. Merkur, hier im Krebs, ist im selben Mondhaus wie die Sonne, immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, intuitiv handeln. Saturn erteilt dir Lernaufgaben. Und Saturn ist rückläufig. Hier hast du karmische Themen und Erinnerungen. Uttara Padra heißt dieser Mondhaus und das bedeutet, reinige deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Und Glauben versetzt Berge.
Wenn du deinen Gedanken und Gefühlen reinigst, dann ändert sich dein Energiefeld. Weil dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das heißt, das besteht aus Denken und Fühlen. Immer positiv denken, angstfrei leben. Ändert sich sofort die Energiefeld. Und das hat eine wichtige Funktion. Erstens schützt uns, zweitens, das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Gleiche zieht Gleiche an. All das, was wir ausstrahlen, genau das ziehen wir an. Und dieses Mondhaus oder deine Lernaufgabe mit diesem Saturn-Energie heißt, achte auf dein Energiefeld, ändere deine Gedanken, deine Gefühle, vertraue dir, vertraue, dass deine Anziehungskraft anderes ist und glaube daran, dass du deine Wünsche erreichst, deine Ziele erreichst. Glauben versetzt Bergen. Uranus im Löwe und auch Pluto, also beide Uranus und Pluto, befinden sich im Mondhaus Purva Palguna. Und das heißt, es war etwas in deiner Vergangenheit oder in Kindheit oder im früheren Leben, das wiederkehrt sich in dein Leben. Da lass Zeit, es muss reifen lassen. Brauchst ein bisschen Geduld und dann kommt die Vollendung. Und das wirkt auf deine Finanzen. Gewinn zu machen, wie du deine Finanzen verbessert, kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Aber sei geduldig und dann kommt diese Vollendung. Neptun hier in Waage befindet sich im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und das ist die Tempelfeuer. Und das ist unserem Inneren, die inneren Tempel. Die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber Vishakha verbrennt all das, was im Weg liegt. Und es sind Gefühle wie Angst oder Schuldgefühl. All das aus dem Weg räumen. Es ist nicht zerstörerisch, sondern das ist reinigende Feuerenergie. Wenn wir schon bei Feuer sind, in dein Horoskop fehlt die Feuerelement. Wenn ich jetzt die persönlichen Planeten betrachte, also ich lasse Uranus, Pluto weg, die gehören zum äußeren Planeten. Dann heißt es, du hast Mond im Erdeelement, Mars, Jupiter, Venus im Luftelement, Sonne, Merkur, Saturn im Wasserelement. Und fehlt die Feuerelement. Es ist nichts Außergewöhnliches. Bei den meisten Horoskopen fehlt ein Element. Dann lernen wir das von anderen oder andere Menschen spiegeln und das. Und die Feuerelement ist die Mut, die Kraft, die Begeisterung und auch die Bewegung. Welche Verbindungen hast du? Mond und Jupiter hat einen Quinkungsaspekt, nennt man das. Und das kannst du so vorstellen. Also beim Mond geht es um Mutterbild, aber auch um deinen Gefühlen. Und bei Jupiter geht es um Gerechtigkeit und mit deinen Größen bewusst zu sein. Und die beiden stehen in einer Verbindung. Und diese Verbindung, diese Quinkungs, kann ich so erklären. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich und jemand fragt dich, du sollst sagen, in welche Richtung schlägt dieser Pendel aus. Und du würdest sagen, ja, das weiß ich doch nicht, vielleicht
links, vielleicht rechts, vielleicht bleibst stehen. Man weiß das einfach nicht. Und diese Ungewissheit, diese man weiß nicht, was kommt, dieses Gefühl hast du in dir. Und das hängt mit dem Mutterbild zusammen. Und diese inneren Ungewissheit, natürlich entsteht auch ein gewisser Zweifel, das sollst du überwinden und brauchst die Überzeugungskraft. Mars und Venus stehen in einer sogenannten Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen, die sind die Liebesplanet und das steht dir zu. Und das, was dich groß macht, was du genießen kannst, und das gibt dir auch die Kraft. Das heißt, du entfaltest dich in die Liebe-Partnerschaft oder dein Partner macht dich groß, weil kommt die Bewunderung, dein Partner oder im Allgemeinen die Partnerschaft befreit dich. Liebe Mieloria, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.